Wir müssen also irgendwie an den Stiefel kommen. Weißt du irgendwas mit dem Köderfisch? Ich sehe, du planst, um dein Schicksal zu feilschen. Aber so honorig der Versuch auch sein mag, den dir vorbestimmten Weg zu ändern, das Schicksal lässt sich nicht bestechen, mein Freund. Ach. Willst du schlau? Ich sehe, du planst, um dein Schicksal zu feilschen. Aber so honorig das Schicksal... Ja. Ein Sender vielleicht? Ich sehe, du aber das Schicksal... Ja. Einen brennenden Reifen? Ich sehe, aber so das... Bei dem kann man aber nicht viel machen. Ja, das brennende Fass, Der Zoll. Organon hat offenbar die ganze Stadt abgeriegelt. Ja. Würde das ja als Herausforderung werten. Leider habe ich im Moment andere Sorgen. Ja. Glück gehabt, Organon. Der brennende Reifen ist sowas ja. Wie ein Verfehl. Nur noch. Können wir hier noch was mitnehmen? Ach, so wird das nichts. Doof. Warum sollte ich meine eigenen Sachen? Ja. Da muss doch noch so viele schöne. So kommen wir auch mal auch nicht weiter. Können wir. Was sollen wir denn jetzt machen? Können wir mit dem Schlauch? Wo bekomme ich denn jetzt Dieselöl her? Da. Ja, wo kriegt man das her? Ist so die Frage. Können wir mit dem brennenden Reifen hier irgendwas machen? Mal nachgucken, ob noch genug Dieselöl im Tank ist. Hm? Nein. Ja, das bringt also nichts. Nummer sicher gehen. Klappe. Das ist kein Staufach. Das ist einer dieser praktischen Steckplätze, in die man Stromumkehrer einbauen kann. Ja. Haben wir ja, glaube ich, sogar gemacht. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Können wir Bananen in den Tank füllen? Bananen kommen mir nicht in den Tank. Nein. Dann steckt sie in den Auspuff. Oder ein Köderfisch? Das ist kein Schrottverbrennungsmotor. Mann. Die Turbine läuft mit Dieselöl. Das Klopfzeichen? Janosch. Hm. Das scheint schon mal nicht sein Versteck zu sein. Ich finde, ich komme ganz gut. Ja, aber hier kommen wir ja. Wie macht man das hier? Falsch. Aber. Falsch. Verdammt. Wie soll man das dann lösen? Ja, plus, minus, plus. Aber was soll das heißen? Ja. Was heißt, was soll ich denn damit machen? Dieses Rätsel ergibt keinen Sinn. Was soll denn das jetzt heißen? Kann man irgendwie die Lottozahlen addieren und so? Der und Guru hatte dann doch recht. 4, 8, so schnell kann ich mir das nicht merken. Es tut mir fast leid, was ich auf sein Diplom im Vorraum gekritzelt habe. Der also. Guru hatte doch recht. Jetzt tut es mir fast leid, was ich auf sein Diplom im Vorraum gekritzelt habe. Rechnen wir das mal nach. Der Guru hatte doch recht. 4, 8. Jetzt tut es mir fast leid. Das Problem ist, da kommt 12, was wenn man da Plus macht. Deswegen kann man das ja nicht klopfen. Der Guru hatte doch recht. Also. Jetzt. Was macht man damit jetzt? Sieht müde aus. Leider.
Plus, weißt du irgendwas damit anzufangen? Janosch hat mir diesen Zettel hier gegeben. Plus, Minus, Plus? Klingt nach einem mathematischen Problem. Ja. Zum Glück bin ich ein Profi auf diesem Gebiet. Ich hatte nämlich schon immer Probleme mit Mathematik. Ach so. Hast du eine Idee, wo sich dieser Janosch verstecken könnte? Hatte ihr nicht was von Porta Fisco gefaselt? Ach ja. Ja, Goal, weißt du damit was anzufangen? Janosch hat mir diesen Zettel hier gegeben. Plus, Minus, Plus? Was hat das zu bedeuten? Keine Ahnung. Ja. Es sollte nicht so schwer zu entschlüsseln sein. Immerhin hat sich Janosch das ausgedacht. Ja, Poki weiß... Und wir sind wieder... Da. Ja, und da... Das hatten wir ja schon. Ich dachte, man kann irgendwas mit Poki kombinieren, was aber keinen Sinn machen würde. Weißt du, was damit anzufangen? Das ergibt zwar keinen Sinn, aber vielleicht kann ein weiteres meiner brillanten Wortspiele das Eis brechen. Ganz schwaches Publikum. Alles klar. Mit dem Schild? Schilder sind so nichts zu gebrauchen. Die brennen ja nicht mal. Nicht mal, wenn Flammen drauf abgebildet sind. Hm, hast du was zu sagen? Da hatten wir sehr viel Spaß in dem Screen. Ach so. Wir sind ja jetzt hier am Nord-Nord-Ostpol. Ach so. Und ich finde erstmal grandios, wie halt irgendwie dieser... Ja. Der eingefrorene Steinzeitmensch da im ewigen Eis gelungen ist. Das ach ist ja, gut. Seltenen Momente, in denen sich unser Background-Artist als Charakterdesigner betätigen könnte, weil hier der Charakter eben Teil des Hintergrundes ist. Ja, das und kommt nicht oft vor. Glaube ich. Quasi umgeht, beziehungsweise wie er halt diese Tatsache vollkommen ignoriert, dass ein armer Mensch im Eis eingefroren ist. Ach, das ist so egal. Und außerdem natürlich, wie er auch mit dem Polschmelzen umgeht. Ja. Eine Sache, die hier natürlich auffällt, ist diese ausladende Sternkonstellation. Ja. Sollte übrigens Teil eines Rätsels werden, der nachher halt irgendwie uns zu komplex war. Also ein bisschen möglicherweise als an das Schablonenrätsel aus dem Teil 1. Aha. Aber dafür hätten wir halt noch ein neues Interface bauen müssen. Dann war das nicht eindeutig, wie kriegen wir das hin, dass es halt trotzdem irgendwie cool aussieht. Ja. Im Endeffekt dagegen entschieden und halt hat irgendwie eine Animation gemacht, die das Ganze vollkommen ersetzt und ad absurdum führt. Und man weiß nicht, geübte Adventure-Spieler, die gucken sich möglicherweise dieses Muster an und denken schon, also versuchen sich schon vorzustellen, was da für ein Rätsel dahinter steht und versuchen sich das zu merken. Möglicherweise nehmen sie sogar schon Zettel und Papier in die Hand und malen sich das Ganze ab oder so. Und im Endeffekt wird einem das Ergebnis so ganz stupide und dämlich halt entgegengeblökt. Das fand ich so witzig, dass ich auch gar nicht mehr traurig war, dass wir das andere nicht mehr reinbekommen haben. Und wieso hat er den anderen jetzt da mit reingenommen? Wenn er überhaupt nichts sagt. Der brennende Reifen ist sowas wie mein Wappentier. Ja. Aber was machen wir jetzt mit diesen Sternen? Ja, die Sottozahlen. Was sollen wir mit denen anfangen? Weil klopfen kann man die nicht, weil die zu viele, weil die zu groß sind. Falsch. Aber falsch. Verdammt. Gibt's denn irgendeine Kombination, die nicht falsch ist? Aha. Falsch. Aber falsch. Verdammt. Also. Das war bisher richtig. Aha, einmal Klong und dann dreimal Klong. Was genau macht man dann? Jetzt probieren wir mal ein. Falsch. Aber nein. Verdammt.
Also. Das stimmt schon mal. Fein. Aber. Fein. Verdammt. Dreimal haben wir schon probiert. Dann probieren wir es jetzt viermal. Fein. Aber. Dann bleibt ja eigentlich nur noch eine Möglichkeit. So. Ja. Falsch. Was? Falsch. Verdammt. Wie soll das denn sonst gehen? Ich muss gerade mal, eins. Dann macht er eins und dann, wenn man eins plus eins, dann ist das zwei. Jetzt aber, wenn man jetzt minus drei. Das geht ja schlecht. Falsch. Nee. Falsch. Verdammt. Also. Man kann nicht, plus, minus, plus. Eins. Plus eins. Zwei. Dann haben wir zwei minus. Aber man kann ja nicht minus einmal klopfen. Hä? Wie soll denn das sonst gehen? Ja, egal was ich klopfe, es ist immer falsch. Falsch. Verdammt. Hä? Ich bin überfragt. Ja, so. Dann macht der Klong, Klong, Klong. Also irgendwie. Wie sollte das gehen? Ich glaube, ich beende mal die Aufnahme so lange, damit ich das irgendwie noch schneiden kann und so jetzt mal heute, weil sonst weiß ich nicht, ob ich dazu noch komme rechtzeitig. Ja, dann versuche ich das so, die Lösung mal irgendwie zu finden. So, da sind wir auch wieder jetzt zurück. Ja, was ich mir mal überlegt habe bei der Tür. Ich weiß nämlich nicht, ich habe ja die ganze Zeit versucht, mit der gleichen Kombination anzuhören. Ich weiß nämlich nicht, vielleicht war die auch generell falsch. Ich versuche einfach mal, ich habe ja immer einmal geklopft. Was passiert, wenn ich jetzt zum Beispiel dreimal klopfe? Da sagt er auch einmal Klong. Gut, 3 plus 1, da kommen wir auf 4 Klopfer. Ja, dann sagt er Klong, Klong, Klong. Also 4 minus 3 sind 1. Dann macht er 4 mal und jetzt das Ganze plus 5. So. Hey, das war ja tatsächlich. Oh, wir haben es geschafft. Natürlich war das richtig, du Morschbirne. Ja. Bist du das etwa? Was machst du denn da draußen? Ich das wüsste. Vielleicht klopfe ich einfach gerne. Komm rein. Janosch. Ja, du hättest mich auch einfach mal gleich reinlassen können. Der macht immer noch nichts. Rubusch. Ja. Sehr gut. Guten Tag. Janosch, wow. Da
Das ist ja nicht nur schlecht, was du hier auf. Ja, das kann man ja wohl sagen. Die Rekrutierung läuft hervorragend. Ich glaube, ja, ich habe mein Charisma unterschätzt.